wo seid ihr? Pfarrer, wo seid ihr? Und sie ist hier. Und damit herzlich willkommen hier zurück auf Lindark mit, ja, Prince of Persia, The Sands of Time. Und ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Alle Wege sehen sehr gleich aus. Okay, wir gehen einfach mal in irgendeinen rein. Wo seid ihr? Was zum... Wir sind wieder am Anfang. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Wo bist du denn? Wo okay. Seid ihr? Hier bin ich. Hier. Von hier kam das Geräusch, oder? Ja. Tja. Was? Da kamen wir her. Von hier, oder? Hier. Auch nicht. Mara? Hier? Wollt ihr mich jetzt... Wir haben alles... Oh Gott. Okay, wenn ich jetzt... Hier war ich schon mal drin, ich weiß. Ah, man muss immer wieder von vorne beginnen. Man muss also einmal die richtige Konstellation zusammenfügen. Okay, 1, 2, 3, 4. Farah, wo seid ihr? 4. Wo seid ihr? Also, 4 nach rechts, dann das hier, 1 nach links. Wo seid ihr? Hier bin ich. Okay, nochmal. 1 war das. Nee, shit. Das war die 1, 2, 3, 4 und ich denke jetzt die 5. Wo seid ihr? Da kommt wieder aus der 1. Yes. Ich sehe euch nicht. Ich denke hier. Irgendwie nach rechts. Ah, wir sind 1 hochgegangen. Also das wird langsam lächerlich. Allerdings wird das lächerlich. Mara? Schließt mich einfach in eure Arme. Okay. Mit wem redet ihr denn da? Irgendwie links. Ich glaube, es kam von hier. Na gut. Das war's nicht. Okay, also es ist nicht immer dasselbe. Wir müssen tatsächlich hinhören. Es ist anscheinend gar nicht so relevant, wo wir reingehen. Farah, wo seid ihr? So. Ich bin hier. Direkt vor uns, oder? Direkt vor uns. Ja, hat gestimmt. So, ich bin ja mal gespannt. Ihr so abweisend? Oh, war das jetzt hinter mir oder vor mir? Ich guck mal hier rein. Farah? Könnt ihr mich hören? Es muss eine Erklärung dafür geben. Okay, ich muss ganz leise sein. Ich muss sie hören. Wo seid ihr? Hier bin ich. Links, oder? Hier? Richtig. Nö, das war's nicht. Scheiße, Mann. Ich muss, glaube ich, meine Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Farah, wo seid ihr? Hier bin ich. Links, links. Und zwar gar nicht so weit weg. Es könnte hier gewesen sein. Na gut. Pff, oder auch nicht. Scheiße, Mann. Wo seid ihr? Ich bin hier. Also ganz ehrlich, ich höre überhaupt keinen Unterschied mehr. Nein, das war ja dumm. Ich höre echt keinen Unterschied. Das ist jetzt auf beiden Lautsprechern, bin ich der Meinung, gleich. Vielleicht ist sie dann genau hinter mir. Das kann natürlich sein, dass sie hier ist. Nö. Ach Gott. Los, sag was. Schnecke. Farah, wo seid ihr? Hier bin ich. Das hört sich so, direkt links neben mir. Nee, das stimmt nicht. Es ist... Was ist, wenn ich jetzt direkt hier reingehe? Und es ist auch verkehrt. Ich probiere einfach mal die ganzen Dinge aus, weil ich höre echt überhaupt keinen Unterschied. Wo seid ihr? Ich bin doch hier.
Jetzt war es rechts. Und zwar hier. Ey, Leute, die will mich doch jetzt echt hier rollen, oder? Die dritte. Es ist auch nicht. Okay, wir gehen einfach mal durch. Wenn es die 1, die 2, die 3 nicht war, dann muss es hier... Ich bin hier. Ich höre das echt gleich. Das hat gestimmt. Also die vierte. Vierte nach rechts. Hier bin ich. Wieder rechts. Gehen wir mal 2 weiter. Okay, es war auch richtig. Farah? Na? Komm, sag was. Farah? Sie sagt nichts mehr. Sie sagt nichts mehr. Och nö. Kann sie jetzt nicht mal was sagen? Jetzt hier wieder, wo oder seid was? Ihr? Oh, jetzt hat sie was gesagt. Ich könnte kotzen. Mann, Mädchen, mach die Fressluke auf und quatsch mit mir. Das ist doch nicht der... Also die 4. Die 4 stimmt. Farah, dann waren es 2 weiter. Ich bin hier. So, wo und seid jetzt? Ihr? Hier bin ich. Jetzt war es hier. Nein. Okay, also 4. Dann 2 weiter nach rechts. Also hier rein. Jetzt noch 2 weiter nach rechts. Wo seid ihr? Ich bin hier. Ja, ich weiß. So, und jetzt? Farah, wo seid ihr? Hier bin ich. Rechts. Ich dachte, da wo es aufgeht, aber das ist wahrscheinlich nicht. Hier. Ah, wir haben's. Oh Gott, war das eine Scheiße, Mann. Ja, alles klar, schön, dass es dir gut geht. Es ist wundervoll. Komm schon. War sie wirklich die magische Höhle? Wenn es ein Traum war, dann war es einer, den wir beide träumten. Es war kein Traum. Oh nein. Jetzt hat sie mir tatsächlich alles gemopst. Oh. Oh nee, und da sind auch noch Gegner. Ich könnte. Nee. Geh weg! Verpissen heißt jetzt die Devise. Hallo. So Leute, da leuchtet was, das nehme ich. Wir verfolgen mal das Licht. Okay. Was ist da in der Mitte? Irgendwas Feuriges? Ja. Oh nein. Die Rettung. Au. Hä? So war das. Aha. Okay. War das jetzt ein Bug oder... oder soll... Oder muss das so? Ist das jetzt ein Feature oder... Ist das Kunst oder kann das weg? Vielleicht muss ich erst das Licht irgendwie umleiten. Ja. Oh nein. Okay, wir müssen das Licht umleiten. So. Ja, das wird es wahrscheinlich sein, dass wir das Licht umleiten und dann. Das hat mich getötet, oder? Hat mich das getötet? Ach, ich weiß es nicht.
Quatsch, das geht ja gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wartet mal, das? Wir könnten... Nee, warte mal. Das ist verkehrt hier. Das muss dahin. Das... Das ist aber auch nicht richtig. Ich denke, ich hab's. Das Ding muss hier hin. Das muss hier hin. Jetzt. Schieb es so rein. Stell dich doch nicht so an. So. Ich weiß gar nicht, brauchen wir das? Das wirkt so, als würden wir es gar nicht brauchen, um ehrlich zu sein. Das hier müssen wir auf jeden Fall nochmal abfangen. So. Nee, das wird ja auch nix. Das wird doch auch nix. Ach komm. Ich bin zu dicht dran gegangen. Wie macht man das? Nein. Das wirkt ja jetzt dann. Ist mir doch zu kompliziert. Das Gute ist, sie folgen uns nicht weiter. So. Oh nein. Oh nein. Nicht noch ein Rätsel. Okay, vielleicht müssen wir das aber auch doch hier hin machen. So. Na, wartet mal. Ach nee, hier drüber können wir das nicht schieben, oder was? Oder können wir das hier... Wenn wir das hier drüber schieben können, dann ist es einfach. Dann war's das. Doch ich vermute mal... Nein, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Oh Gott. Es tut mir leid. Es ist bestimmt total simpel. Aber das... Das muss bestimmt hier hin. Und das muss bestimmt dahin. Das Problem ist, jetzt kriegen wir das Licht da nicht mehr rüber. Doch, das kriegen wir. Das kriegen wir hin. Indem wir das direkt hier abfangen. Da muss das Teil hin. Und zwar hier. So. So. Ja, jetzt noch Feinjustierung. Und dann sollte das eigentlich klappen. Okay. Nochmal genau anvisieren. So, jetzt ist auch der Schleier da in der Mitte weg. Und wir haben unseren Dolch. Beziehungsweise unseren Säbel. Den Dolch, den haben wir ja nicht mehr. Und irgendwas fühlt sich ganz anders an. Ich habe mehr Macht denn je. Weg damit. So, und sie hat uns doch gelingt. Diese blöde Kuh. Da oben ist sie. Ich werde dich kriegen. Gottverdammt, ich werde dich kriegen. Och, jetzt hat er wieder nicht... Ist er wieder nicht gesprungen? Ich verstehe es nicht. Halt, falsch. Ja, halt, falsch. Das merke ich auch. Und wir müssen alles nochmal machen. Ich könnte echt... Es ist zum Mäusemelken. Warum, um Gottes Willen, springt dieser alte, blöde Prinzenrollen-Lutscher nicht, wenn er soll? Das ist doch alles. Das geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Oh nein. Oh, also eins hoffe ich wirklich für den nächsten Teil. Ansonsten ist es wirklich ein super Spiel, aber so ein bisschen Feinjustierung hätte dem Ganzen wirklich gut getan. Zum einen eben die Kamera, die echt teilweise sowas von schlimm ist. Aber es ist immer noch an.
Jetzt ist es weg. Ach Gott. So. Das Problem ist, wir können jetzt die Zeit auch nicht zurückspulen, weil wir den Dolch nicht mehr haben. Ergo muss ich das hier alles mit einem Mal hinkriegen. So, jetzt hat das. So. Oh Gott, ey, ich muss die jetzt auch mit einem Mal besiegen, da oben, diese blöden Mistbiester. Aber wartet mal, wir können die gar nicht besiegen ohne Dolch. Das heißt, ich verpiss mich einfach. Ja, wir können die ja eh nicht besiegen. Stimmt, da war ja was. Wir müssen die ja sonst mal resorbieren. Das wird ja jetzt nichts. So, hier oben war sie doch eben. Und sie ist nach rechts gerannt. Und jetzt? Ist die da hoch oder was? Na, wartet mal, hier kann man dran. Hier kann man dran. Okay, hier ist der richtige Weg. Oh Mann, jetzt darf echt kein Fehler mehr passieren. Ist es richtig so? Ist es richtig so? Es ist richtig. Okay, wir gehen da rüber. Komm, trau dich. Spring! Treff ich? Ne, ich treffe nicht. Wir müssen dahin. Genau mittig und da oben sind schon die nächsten Fledermäuse. Diese alten Kackbratzen. So, ich fuchtel einfach nur drauf los. In der Hoffnung, dass ich irgendwelche treffe. Geht weg. Oh, das war knapp. Das war ja mal wieder viel zu knapp. Die sind noch irgendwo, die Biester. Ich höre euch. Ich höre euch. Okay, wir müssen hier hin. Aber ist das ein Wallrun und ein Jump, oder? Das ist ein Wallrun und ein Jump, oder? Wir machen es erstmal so. Nee, das wird nix. Nein, das wird doch nix. Princey Boy. Das wird sowas. So wird das was, genau. Oh, Gottverdammt, sind das viele. Ach was, hier waren wir ja schon mal. Hier ist ja alles zusammengebrochen, da sind wir nach unten. Das gibt's nicht, die verpisst sich einfach. Die lässt uns jetzt hier mitten zwischen den ganzen Monstern stehen. Das hätte ich ja nie gedacht. Ach, guck mal an. Das hat aber auch Bums, das Teil. Verpiss dich. Oh. Ey, jetzt ist hier Polen offen, Mann, ihr blöden Drecksbiester. Ah, das scheiß Geblocke von euch. Ach du Scheiße. Ach komm. Ach komm. Nein. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch fies. Das schubst mich einfach darunter, das Vieh. Und ich darf das nicht. Wenn ich die da in den Abgrund dränge, dann. Dann überleben die. Ich muss eigentlich nur blocken. Nicht kicken. Du sollst schlagen, du Honk. Warum schlägt er nicht? Oh, ist der dumm. Wie kann man so blöd sein? Du bist doof. Oh, er ist der Prinz der Dummheit. Prince of Blödheit. Army of... Oh, jetzt schlag doch. Er ist der King, der Dämon, der Lachs. Sorry, Leute. Warum hat er jetzt die ganze Zeit getreten? Das ist einfach unlogisch. Jetzt hau ich hier alle auf den Sack. Jetzt gibt's hier... Ja, den kann ich natürlich nicht alle machen, wenn er liegt, ohne Dolch. Das ist ja dämlich. Oh, ja toll. Er liegt auf dem Boden, ich kann ihn nicht fertig machen. Ist das dumm? So, es tut mir leid, Leute. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause gleich von dem Spiel. Aber wir spielen natürlich noch ein bisschen weiter. Aber... Also manche Logikfehler, wenn der auf dem Boden liegt, warum kann ich den Dolch, also nur weil ich keinen Dolch habe, sondern nur die Machete oder was das da ist, kann ich ihn nicht besiegen. Das ergibt keinen Sinn. Den kann ich ja dann alle machen, oder nicht? Und warum tritt er die ganze Zeit? Ich meine, ich habe es ja auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass das nichts wird. Egal, rein da. Yeah.
Okay, unser prinzipielles Ziel ist es natürlich jetzt einfach nur hinter ihr her. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Wir müssen irgendwie diesen Dolch wiederkriegen. Und es gibt nur einen Weg. Und der geht nach oben. Gottverdammt, der geht nach oben. So. So. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Aber. Ich bin. Hat er nicht gerade nach rechts geguckt? Bin ich blöd? So war das nicht. Ansonsten wäre es ein sehr unbefriedigendes Ende. Muss ich auch sagen, Prinz, das so kann es nicht gewesen sein. Das stimmt. Da sind wir uns beide einig. So nicht. Ach stimmt, ich musste erst noch hier rüber. So wird ein Schuh draus. Ah, das wird ein... Oh, das sind diese Scheißsprünge. Warum? Oh, danke. Leute, versteht mich nicht falsch. Das Spiel ist echt super. Es ist super. Ich merke halt nur gern, wenn irgendwas nicht gleich funktioniert. Aber es ist echt ein... Es ist super. Mann, es ist echt gut. Los, greift mich an. Weiter geht's. Noch eine müssen wir treffen. So, das sollte genügen. Nee, hier nicht. Hier müssen wir hoch. Stimmt, das kam ja auch in der Vision, haben wir das gesehen? Hier oben lang. Und ich weiß ja nicht, aber wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende. Scheiße. Komm, hau zu. Hau Zung zu. Tschüss. Macht's gut, ihr Luschen. Okay, wir warten einmal ganz kurz ab. Nicht, dass die mich im Sprung dann noch erwischen. Die letzten drei, die dürfen leben und sich vermehren. Auf dass ihre Nachkommen mich noch ewig nerven werden. So, nach unten. Okay, einfach nur rüber. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Wie macht man denn das jetzt? Ah, schon geschnallt. Zack, zack. Aber es wird jetzt echt knackiger. Vor allem, weil man eben die Zeit nicht zurückspulen kann. Da muss eben alles sitzen hier. Geht weg. Geh weg. Verpiss dich. So, jawohl. Ah, noch eine. Noch eine mit... Oh, doch, das war's. Heilige Scheiße. Guckt euch, wir sind riesig hoch unterwegs hier. Wir sind ganz weit oben. Also der Untergrund, der ist ziemlich tief. Und ich habe keine Ahnung, müssen wir... Nach oben müssen wir. Okay, hier muss ich muss rhythmischer drücken. Das habe ich mitbekommen. Ich glaube, ich habe zu oft einfach auf Springen gedrückt. Ich habe das meistens gehämmert. Und das ist verkehrt. Oh, ey, Leute, hier würde ich nicht gern sein. Guckt euch das an, wie hoch das ist. Na, das bricht doch bestimmt ein. Das war doch schon vorhersehbar. Okay, es gibt aber immer nur einen Weg. Ein Weg, einen richtigen Weg. Okay. Und jawohl. Rüber da. Den Schwung ausnutzen und auf die andere Seite. Und jetzt? Und jetzt? Okay. Nee, also in diesen Turm, da müssen wir anscheinend nicht rein. Wir müssen außen drum rum. Prinz, hör mir doch zu. Außen drumrum. Ja, das ist richtig. So, und jetzt mit dem Walljump, oder?
Ich vermute mal, dass das so weit auseinander ist. Scheiße. Ach ja, der Prinz. Halt. Das war anscheinend nicht rhythmisch genug gedrückt. Ach, man muss alles nochmal machen. Okay, Leute. Ich speichere jetzt aber hier nochmal ab. Und ich mache eine kurze Pause und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hier bei Auf Lindark mit Prince of Persia. The Sands of Time.